Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen Folge von League of Legends mit dem Skuraro in der Duo Queue. Hey. Wir haben hier ein sehr, sehr lustiges Matchup tatsächlich gerade. Mit drei Leuten, die einfach Ding dabei haben. Smite. Und zwar einmal die Midlane, einmal der Supporter, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja. Und ja, der Jungle halt, hoffentlich. Das ist schon eine ganz schöne lustige Sache, muss ich sagen. Ich glaube, die wollen unbedingt die Kamera. Oh, guck mal hier. Ah, die sind aber greedy, hey. Kommen sie direkt erstmal die Tastatur hier richtig hinsetzen. Ah, oh mein Gott, da kriegt er die Hits. Er ist tot. Good job. Das war ein schönes First Blood. Okay, Evil Red zuerst. Ja, der kann doch Solo machen eigentlich. Also, brauchen sie nicht. Kann er? Ich dachte, je kann ja. Das noch nicht. Ich dachte, das können erst die Nächsten. Also hier, so andere Sachen und so. Die kann alleine machen. Red Wölfe, Blue, Grom Krabbe. Das ist auch Level 3. Ja, und dann muss er halt dann erst zu den Raptors gehen, ja. Naja, er kann auch einfach Enemy Cruxing werden. Ist aber ein bisschen schwierig tatsächlich. Also meiner Meinung nach, weil wenn der Ding nicht so unsmart ist, weiß gar nicht, wer ist jetzt der richtige gegnerische Jungle? Ich sind. Wenn der nicht so unsmart ist, dann wird er da höchstwahrscheinlich irgendwie was machen. Wir müssen halt einfach gucken, dass wir Kog'Maw outvaluen, relativ schnell rausnehmen und dann am besten irgendwie töten direkt. Das ist ja der Sinn eigentlich bei LoL, habe ich gehört. Ah, ich kann den Kog'Maw Bombi Bund töten. Ja, dann show me. Halt, ich komm mit, ich will den Kill. Take this. Ich habe einfach schon 200 Gold. Oh. Was hat der jetzt gemacht? Ja. Der wurde von Nunu und irgendwie allen Leuten gewählt. Ja, ich hab's nicht gesehen. Aber damit haben sie auf jeden Fall dann auf den Lanes ein bisschen. Ein bisschen geloost, oder? Wenn sie jetzt schon invaded haben. Oh, ich liebe Kleptosoragane. Wer ist denn jetzt eigentlich bei uns der Supporter? Ich. Nein. Ja, dankeschön. Ja, bei den Gegnern natürlich. Na, Tom Ken. Aber der hat einen Jungle. Die machen Triple Jungle. Lol. Die Krabbel. Ich halte, guck mal auf. Okay. Leute, die machen. Nein, er hat die Krabbe gefressen! Er hat die Krabbe einfach gefressen, Schweinerei. Oh, nein, das können wir nicht. Ja, wir lieber farmen jetzt erstmal. Triple Jungle. Was? Alter. Hier geschehen. Eigentlich Flex Q landet oder so? Hier geschehen Dinge. Lustige Dinge. Gefällt mir tatsächlich. Das ist mal ein bisschen was anderes. Ab wann kann. Ah, ja, okay. Jetzt kannst du gucken mal. Gerade fragen, ab wann er seine hässliche Schleimpfütze da machen kann. Oh, dankeschön. Klaut er mir einfach mein Minion. Ah, die Soraka Toplane, hab ich gehört. Ja. Ach, ich denke, oh, Master Yi wird invaded und Malta ist AFK. Oh ne. Warum ist Master Yi Level 2? Ja, weil er immer schon rausgepokt wurde. Damage nochmal. Da. Oh, ich meine, so ist doch ganz angenehm. Ah, der Lee Sin flamed schon wieder. Ja, warum hat nicht das gegnerische Team geschrieben? Doch, das gegnerische Team ist ja der Lee Sin tatsächlich. Der ist tot. Oder nee, du hättest den Auto-Attack noch machen müssen. Oh, ich hätte die kneiden können. Ja, ich überlege auch gerade einfach rein zu flashen und wieder rauszuspringen. Komm, wir gucken mal. Ah, warte, wir müssen erst die Minion Wave durchpushen. Hilf dir mal. Danke. Nein! Oh, verdammt, hab ich den Rest nicht gekriegt. So. Oh, so viel Gold. Vielleicht kriegen wir Tower First. Oh, guck mal, Top Lane.
Alter, das ist halt schon absolut asozial, muss man einfach sagen, wie die da jetzt halt einfach reingehen, ey. Oh, Leute. Als ob. LOL! Der macht einen Triple Kill. Ah, ne, der ist in Ordnung. Oh, good job, ey. Okay, ich nehme alles zurück. Ich war nie wieder Yasuo. Alter, der Yasuo, der macht einen guten Job hier. Dafür kriegt er. Dafür Leute, die Lissin kriegen sie auch noch. Dafür kriegt ein Yasuo von mir echt mal einen good job, hey. Auch wenn's wirklich ein bisschen eine Troll-Lane ist, das stimme ich natürlich voll zu. Das ist ein bisschen scheiße und alles. Okay, du bist ein bisschen low vom Life, gell? Das ist dir bewusst. Na, ich bin Soraka, ich heile mich. Achso. Aber ich muss halt einfach sagen, das ist schon trotzdem ein starker Play gewesen. Gegen zwei Dudes, oh fuck, die reingegangen sind. Aber hier ist so einen optimalen Trade rauszuholen. Shit. Ja, hat er richtig stark gespielt. Report Lee, please. Ah, ich glaube, das wird ein Surrender. Mein erster Win im Solo-Queue. Nein. Bei mir ist das erste Win im Solo-Queue auf der Botlane tatsächlich. Jetzt komme ich ja mal aus Bronze raus. Ich bin nicht geknallt, glaubst du das? Den nehme ich mit! Ist mir egal, ich wollte ihn haben. Ich muss eh back. Habe ich mir den Weg gespart. Wollte ich gerade heilen? Bitte? Wollte ich gerade heilen, dann springst du weg. Ja, ich wollte den Kill halt unbedingt machen. Ich habe mich so nutzlos gefühlt. Oh. Ich bin unterwegs! Weißt du, hätte ich jetzt mal TP dabei? Da gehst du wohl weg. Alter. Was? Tschüss. Ja, als ob. Aber du stirbst, komm. Oder? Oh. Du stirbst leider auch. Was wird's? Ah ja, du hast den Tom Kenshi gekriegt. Ja, aber der steht schon 1-3. Aber wo ist der gestorben davor? Bei Malzahar, oder? Sehe ich das richtig? Und halt oben, ja, Toplane. Ja, immer. Genau. Man muss aber sagen, an sich ist das schon eigentlich gar nicht so unsmart, weil ein Kog'Maw auf der Botlane ist halt doch ganz schön nervig, muss man einfach sagen. Wenn der halt, der ist halt jetzt schon Level 6 und ich kann halt nichts gegen ihn machen. Ja, das geht halt viel besser. Ja, das ist, weiß nicht, ob ich das so cool finde. Ich meine, ich muss jetzt halt ein bisschen safer farmen, bis du halt wieder da bist. Ach, ich muss mal den Lissen muten. Ach, du hast den Ding an, oder was? Alter. Gott sei Dank habe ich da den Ding drüber teilweise. Mein Gesicht. Kann wie sieht's aus? Kannst du den Silence geben? Ja, der läuft doch raus. Ja. Ich glaube, Cap Soraka war nicht so eine smarte Idee. Ich mag keine Auto-Tags. Ne, stimmt. War vielleicht nicht das smarteste Decision, aber ist okay. Jetzt habe ich die Ult. Wer will was? Ah, der die ganze Zeit Tower, hey. Ah, das ist doch schon ein bisschen Damage. Oder? Da hättest du nicht hitten dürfen. Hast du bekommen? Nein. Der eine Hit von dem Minion hat dann ausgereicht, dadurch, dass ich ihn nicht hitten konnte. Ja, da kommt der Solo der mit euch. Ich kann nichts dagegen tun. Ja, so, das ist gut. Ich meine, jetzt so schlimm ist es jetzt auch noch nicht, also. Alter, geh mir nicht auf die Nerven! So, erstmal das auf den Tower setzen, also ist gut. Meine Range wird mit meiner Q erhöht, gell? Mit deinem Level. Ah, mit meinem Level? Ich dachte auch mit meiner Q. Nein, deine Auto-Attack-Range und deine E-Range werden mit deinem Level erhöht. Das ist ja nicht passiert. Ah. Ach, schade, ich dachte, wir kriegen Turret First Blood, aber. Aber nein, aber. Oh! Ja, komm, lass uns mal schnell platt machen. Wir hier. Hab ich. Oder ich. LOL! Ja gut, aber bei dem Game ist es halt auch echt irrelevant, wer die Kills kriegt. Oh, mein Support-Item ist fertig. Oh, so viel Salz, einfach nur. Schlimmer als in der Salzmine von Moria. Oh lol. Schlimmer als bei Sola im Stream. Kommen wir, ja. Guck ich Gott sei Dank nicht. Wir nehmen dir mal einen Blue Buff, okay? Ich hätte nicht was mit dem Stoß.
Oh. Grump? Wölfe? Irgendwas? Ah, der wird Krabbe kommen. Oh, Krabbe ist eine gute Idee. Und dann kann ich schon wieder back gehen, dann hole ich mir meinen. Ah, guck mal, der kommt. Oh, oh. Töte sie! Echt jetzt? Töte sie. Mach einfach einen Auto-Check. Oh. Alter. Oh, guck mal! Okay. Komm, du musst mir helfen. Den packst du. Geh raus da. Leave me alone. So will ich mein ADC immer haben. Habe ich den Kill gerade gekriegt oder den Ding gekriegt? Weiß nicht. Du hast ihn bekommen. Ne, ich glaube nicht, oder? Ne, du hast den. Ach, ich weiß nicht. Ich habe den davor gekriegt. Ja. Hä, aber nee, ich muss den auch bekommen haben. Nein, du hast Akali und Kogma bekommen. Ja, da habe ich beide gekriegt. Nein, Kogma vorhin schon. Nee, den habe ich bekommen. Nee, den hast du gekriegt. Deswegen. Ich sag ja, das. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Okay, erstmal das und dann fangen wir doch mal an mit. Hurricane. Echt Stormraiser first? Ja. Mir wurde erst. Das ist nämlich genau die Sache. Und zwar möchte ich das. Ich möchte hier nochmal auf den Stream aufklären. Stormedy, dass du hier anguckst. Kenn ich jetzt neuen Items nämlich gar nicht. Und zwar war das nämlich so: Ich habe mir das jetzt mal angeguckt, wie man es inzwischen baut. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar, du gehst einmal auf dem Stormraiser erst und baust dir dann die zwei Items. Oder du baust dir erst die zwei Attack Speed Items, so wie ich es im Stream gemacht habe. Und dann baust du erst den Stormraiser. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es momentan gibt. Dadurch, dass der ADC aber noch nicht so wirklich ausgetestet wurde jetzt, weil das jetzt insgesamt erst, was weiß ich, wie lange jetzt draußen ist dieser Patch, 2 Tage oder so, ist es noch ein bisschen schwierig zu sagen, welche die value-igere Variante ist. Aber momentan sieht es so aus, als ob vom Farmen her das hier natürlich besser ist, weil du halt durch den mehr Damage, den du machst. Bist du gerade geflasht? Lol. Einfach, du mal sehen müsst. Einfach nur, wow, ich hab die Kamera drauf gehabt. Er stirbt einfach fast am Grump und ich lasse die ihn nur. Okay, das ist. Actually habe ich mir mein erstes Spiel mit dir. Ja, jetzt. Ja. Actually habe ich mir mein erstes Spiel hier mit dir ein bisschen spannender vorgestellt, aber. Tom Kench ist in der Mitte. Na komm, wir nehmen. Dann nehmen wir schnell den Ding mit, oder? Oh, das nehme ich! Oh. Da fließt hinkommt. Ah, der ist Level 4, was will der? Ja, richtig. Ich bin Level 8. Und ein ADC noch dazu. Du kann ich auch. ADC. Oh, der Nunu macht mir eher Angst. Ja, okay. Geh dann mal. Ja, okay, die Akali ist doch noch ein bisschen. Ja gut, der Master Yi steht aber auch schon nicht schlecht. Na, ist ein bisschen. Oh nein, er rettet ihn! Oh mein. Wow, der geht echt rein. Oh, das tötet ihn. Das war dumm. Hilfe. Hallo. Team? Das Team stirbt gerade. Das Team stirbt super dumm. Ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie schlauer gestorben bin, aber. Ja. Ja, das ist komplette Clown-Fiesta. Ah, oh, der Lee Sin wird auf jeden Fall gemeldet, hey. Das. Oh. Ich hab einfach gemutet. Ja, das ist ganz ehrlich. Willst du Krabbe? Chill, Dude. Ja, würde ich nehmen. Muss doch kommen. Gleich weg. Ja, ich gucke, ich lese gerade in den Chat. Mute, das ganze gegnerische Team sagt einfach, mute den Lee Sin. Und ich habe einfach nur geschrieben, aber chill, Dude. Oh, wie kann man so salzig einfach sein, ey. Was muss denn schiefgelaufen sein, dass die dreimal Smite haben und dreimal Jungle? Ja, vor allen Dingen, das ist ja ein unabgesprochenes Game eigentlich, oder? Ja, deswegen. Ich meine, das ist ja. Ja,
Lol. Ich muss doch sagen, es ist eine relativ interessante Entscheidung, die das gegnerische Team hier getroffen hat an dieser Stelle. Dass ich nicht so ändern wollen. Mal den Yasuo gerettet hier. Das letzte Mal in meinem Leben, dass ich den Yasuo rette. Das wird doch wahrscheinlich das letzte Mal sein. Lol. Ja. Hey, ich hab den Nuno auch gekriegt? Wie denn? Ja, ja. Ich hab noch mein Dings drauf gesetzt und hast du den dann schnell bekommen. Ich hab letztes Mal gekriegt. Gar nicht gemerkt. Man nervt mich nicht, guck mal. Ah, guck mal hier, der Lee Sin möchte. Oh nein, der ist so scary. Hey, wo ist er hin? Da. Er läuft um die Ecke. Wo ist er hin? Ja, ich bin nicht. Oh oh. Vor der habe ich tatsächlich Respekt noch. Oh oh, die wollen mich. Oh was? Was tust du? Weg! Oh fuck. Ich komm nicht weg! Oh, die haben kein Schuld. Ah, oh, ich hab hier hingeklickt auf die Karte und dann bin ich wieder hochgelaufen. Oh, ich hasse es, auf die Map zu klicken, aber das ist viel zu praktisch. Ah, das war unlucky. Naja. Er ist trotzdem. Leute, die sind ja am Nexus. Ja, ja, inzwischen schon. GG to all. Was ein Game. On Level 3? Ist der Level? Der ist so Level 6. Ja Leute, so kann es halt doch einfach mal gehen, 17 Minuten Folge. Ich muss ja sagen, ich kann ein bisschen den Hass des Junglers verstehen. Aber andererseits muss man es ja auch nicht übertragen. Hey, ich habe ein Level-Up gekriegt, nice. Das heißt also, wir machen hier noch ein kleines Pack-Opening. Vorher gucken wir uns das aber das Ganze noch an. Man muss einfach sagen, es war jetzt nicht das perfekte ADC-Game, stimme ich zu. Congratulations, Scroll. Teammate, du hast S gekriegt, oder? Ich habe ein S, ja. Ja, weil ich habe nur ein A gekriegt. Ja, wieder nur eine Kiste. Ja gut, aber der Damage von euch war halt auch einfach, der war insane. Aber nur da bin ich... Obwohl, ich bin über den Yi wenigstens noch. Okay. Oh mein Gott, das ist so ein schlechtes Game eigentlich gewesen. Aber jetzt machen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz die Kiste auf, weil vielleicht kriege ich dann nämlich jetzt endlich den Skin raus, den ich haben möchte. Und dann das wollte ich schon immer haben. Anivia, die kann ich mich jetzt holen und meinen Skin endlich aktivieren. Nicht. Und Vega, ist ja nicht so, als ob ich den schon hätte. Oh. Naja, Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hätte mal gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.